Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 885. Nächste Runde Best of 3 Home Story Cup. Wir haben ZVT. Und dieses Mal ist der Sörgtenrot. Ein polnischer Spieler. Jemand, der sich auf den WCS Global Finals letztes Jahr und das Jahr davor sehr weit gekämpft hat. Dieses Jahr lief es für ihn nicht so prickelnd. Das hier ist Elaser. Und sein Gegner ist der Terraner Blau, den hatten wir schon ein paar Mal. Das Terraner Monster himself, es ist Innovation. Und da Innovation sehr schicke Games gegen Rainer hatte, dachte ich mir, okay, gegen einen anderen Zerg, der auch ziemlich gut ist, könnte das ähnlich geile Matches abgeben. Somit haben wir jetzt Innovation gegen Elaser als nächstes Match. Wir sehen auch, Elasers Overlord Scouting war, um Proxy Rex festzustellen, aber nichts ist unterwegs in der Richtung, sondern es gibt einfach hier Reaper Expansion Factory, aber mit nur einem einzigen Gas. Das heißt, der Tech wird hier ein bisschen langsamer erstmal sein. Das zweite Gas wird dann dazukommen. Wir haben hier erstmal einen Reaktor, also Doppelhellion wird es danach geben, zum Reaper dazu. Und bei Elaser sehen wir eine dritte Hedge und natürlich seine Queens kommen mit ran. Ling ist da als Reaper Defense, aber der Reaper war selber noch ein bisschen am Durchscouten. Inno hatte hier Sorge, dass sein Gegner mit einem schnellen Pool spielt und danach eben versucht, das SCV, das die Natural baut, zu killen, und dafür eben hat man den Reaper lieber zu Hause, um das zu defenden. Aber es sind leider keine Lingen unterwegs gewesen, das heißt, der Reaper chillt jetzt einfach so, weil er sowieso weiß, beim Zerg, bis ich beim Zerg-Gebiet ankomme, sind Queens und Dinge schon da, das heißt, das hilft mir eh nicht wirklich viel. Und später könnten immer noch Linge reingeschickt werden, und das hat eben der Reaper abgewartet. Man sieht da jetzt auch, ein Scouting-Ling ist unterwegs von den Lasern, bis ist einer noch auf der anderen Seite, falls es da einen Proxy-Starport gibt. Wird dann auch immer gerne an der Ecke gestellt. Ja, das ist ein Reaper, scoutet jetzt nach einer dritten Basis. Links B ist 12. fertig, Hellions können sich gleich zum Reaper dazugesellen. Und Zerg Creep natürlich ist auch on the way. Die Queen ja, hat genügend Energie für den ersten Creep-Tumor und der muss dann natürlich beschützt werden. Also natürlich, das ist tatsächlich ein recht wichtiges Ziel, den ersten Creep-Tumor zu snipen, weil das ist ja frühe Energie. Und eben, je schneller man den Creepstead als Zerg draußen hat, umso besser. Daher versucht man das als Terraner möglichst früh einzudämmen. Wenn das Zerg nicht zum Creepspreaden kommt, dann ja, hat man eben im späteren Verlauf des Spiels dann doch durchaus eine gute Chance, den mangelnden Creep auszunutzen. Weil der Zerg doch sehr auf den Speed-Bonus und auf den Sichtweiten-Bonus angewiesen ist. Und man sieht hier auch, sofort gilt sie bei Elaser, er will seine Basen verbinden mit dem Creep. Speed-Upgrade ist ready. Und wir haben beim Terraner mehr Hellions. Viking wurde gebaut gegen Overlords. Starport ist da. Und wir sehen, Addon gab es ein Tech Lab Anti-Barracks und das erforscht gerade Stim. Also wir werden hier einen Bio-Style sehen von Innovation. Jetzt auch nicht übermäßig überraschend, denn Max sieht man doch recht selten. Sehr, sehr selten sogar. Gespannt, ob wir mal so wirklich mal in ein Mech-Meta-Game kommen, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Tatsächlich ist StarCraft 2 sehr Bio-dominiert. Es gab gelegentlich mal ein paar Mech-Sachen, es gibt auch ein paar Spieler, die sich auf Mech konzentrieren. Aber tatsächlich, von denen sind nicht mehr wirklich groß welche aktiv. Jemand, der noch öfters mal Mech spielt und richtig gut dabei ist, das ist TY. Aber auch der kann mich gerade nicht erinnern, weil er das letzte Mal Mech wirklich ausgepackt hat. Sondern meistens ist ein Bio-Style, der mit mehr Panzern unterstützt wird, aber ein reiner Mech-Style ist sehr unwahrscheinlich zurzeit. Ja, wir haben entsprechend Doppel-Ebay für Bio-Upgrades. Wir haben das Viking, das sich fröhlich einen Overlord-Kill hier holen will. Mit dessen wird der Reaper gejagt, verliert auch einige Hitpoints und wird das überleben, kommt hier die Kante hoch. Und ja, damit bleibt er erstmal am Leben, kann sich hochregenerieren. Hey, jetzt nochmal mit dabei. Creepspread währenddessen wird jetzt der massiv ausgeweitet, wie man sieht. Mehr Creep-Tumore werden gesetzt. Mehr Creep-Tumore bedeutet schnellere Creepspread. Wir sehen 1-1 Upgrades für Melee bei E-Laser, also für die Zerglinge. Und der Leertech kommt mit dazu. Hat selber 58 Drones, also Economy-Tainer steht er schon ziemlich gut da. Wenn das eine Innovation dritte Basis kommt hier wieder in the Wall. Und hat seine eigenen 1-1 Upgrades. Combat Shield kommt damit dazu. Und ja, wir sind noch in den letzten Momenten der Aufbauphase zwischen den beiden, bevor dann mal wirklich groß angelegt gefightet wird oder harassed wird mit eben Dropships. Oder einfach nur Harassment mit reinlaufen, reinfahren mit den Hellions. Oder einfach der Versuch, den Gegner zu pressuren. Wir sehen hier, die Rocks werden bereits aufgemacht. Hat den Hintergrund, wenn der Terraner hier Panzer dahinter stellt,
ist das eine sehr, sehr eklige Position für einen Zerg hier zu fighten. Wenn quasi die Panzer hier stehen, die Marines werden hier ständig ausgeladen und der Terran versucht einfach ständig in Range der Tanks zu fighten und der Zerg kommt nicht vernünftig an die Panzer ran. Daher will man eigentlich als Zerg diese Rocks ziemlich schnell aufhaben, wenn man eben die Basis hier hat. Auf der anderen Seite ist das nicht ganz so tragisch, weil da gibt es diese Rocks nicht, da hat man das Problem nicht. Aber eben hier bei dieser Basis muss man sich hier um die Rocks irgendwann kümmern. Und hier haben wir einen schlechten Rally-Point von Overlords. Kostet ein paar Overlords das Leben, wenn das ein Lingron bei unterwegs von die Laser. Aber das sind die Hellions und der Reaper. Die Linge wollten da drauf springen, aber nee, da wird rechtzeitig reagiert bei Innovation. Und der hat jetzt hier gerade noch die Position, klärt den Creep. Und die Rocks, der sind nahezu down. Die letzten 160 Hitpoints dauert jetzt nicht mehr lange, bis die weg sind. Aber die ersten Marines sind unterwegs, 1-1. Und Combat Shield ist gleich da und auch 1-1 beim Circus Glitter. Vierte Basis gibt es hier auf der Seite. Und da wird mehr Creep geklärt. Also Innovation räumt da ordentlich ab. Wenige kommen jetzt mehr dazu, haben wir noch kein Speed Upgrade, aber es reicht erstmal an Lingen, um die Medivacs hier wegzuschicken, wegzutreiben. Jetzt sind wir nochmal mit am Start und Innovation hat gerade die Armory fertiggestellt für 2-2. Es gibt mehr Barracks, es gibt eine weitere Factory, wenn das ein Ding hier wollten, nochmal einen Runway starten, aber Hellions achten da drauf und da passiert erstmal nichts. Und jetzt hier die Queens alleine. Erste wird sofort gesniped, die zweite steht jetzt auch im Fokus und auch die zweite Queen wird hier down gehen. Und der Creep hat weiter gelitten. Also Innovation macht hier bisher gut Druck. Und jetzt versucht er in seine Minen reinzukiten, wie man es sieht. Und Mine trifft auch richtig ordentlich. Die Laser kriegt ziemlich dicken Hit, abfliert sehr, sehr viele Zerglinge. Wir sehen, dass das Drilling Claws Upgrade. Und wieder Lingron bei ist unterwegs. Aber hier ist eine volle Wall. Immerhin die STDs, die werden sterben. Aber bis man durch die Wall durch ist, dauert trotzdem Innovation. Der wird dadurch natürlich abgelenkt. Versucht jetzt hier nochmal. Nächste wird nochmal einzugraben. Aber Laser hat das realisiert. Und Widowmine wird entsprechend gegen gemicrot. Wall hält hier stand tatsächlich. Wird repariert Stück für Stück. Man braucht noch ein bisschen mehr SCVs, um das alles hoch zu reparieren. Es brennen hier gerade alle fröhlich runter. Ja, das sind hier nochmal der Versuch, die nächste Widowmine zu clearen. Der eine ist bereits weg, die zweite ist noch aktiv. Und Elias in dieser Zeit, er hat hier eine weitere Basis auch genommen. Also Hatcheries hat jetzt tatsächlich beide. Und ja, von der im Süden meint er auch, nächste Link dabei ist unterwegs, wenn das New Orleans hier clearen nochmal ein bisschen was. Aber ja, machen nichts weiteres, stehen da einfach rum. Währenddessen hier ist ein Overlord gestorben, Linge wollen sie hier reinquetschen, aber momentan, die Wall wird ziemlich gut geschützt und die Widowmines auch hauen die ganzen Marines aus dem Leben tatsächlich. Machen hier den Friendly Fire, die ersten Widowmines treffen auch nicht so wirklich. Linge jetzt hier versuchen Schaden zu machen, gehen auf die Widowmines, kriegen zwei davon down. Die ganzen Linge werden aber gekillt. Immerhin in der Natural ist nochmal ein Zergling. Und das ging es hier nochmal zur Sache mit den ganzen Lingen hier, wollten nochmal durchbrechen. Aber nein, die Wall wird weiterhin am Leben erhalten. Fünf SCVs sind immerhin gestorben und der Link hier macht noch ein bisschen weiter, knabbert noch ein bisschen. Er wird jetzt von den SCVs gefinisht, hat ein bisschen gedauert. Und wir haben 2-2 unterwegs, Infestation Pit unterwegs für Elaser. Mehr Baninge werden gemofft, nächste Lingron bei ist am Start. Also man versucht jetzt immer mit den Lingen aktiv zu sein, aber Innovation sollte das gesehen haben. Das ist direkt in seinem Drop vorbeigekommen, wenn das in der Truppe hier wurde, jetzt von dem Baning kurz ein bisschen getriggert und nahezu komplett ausradiert. Und die Linge wieder mal laufen einfach rein, Innovation nicht so ganz on point hier, was das betrifft. Er hat eigentlich eine Wall, die er hochziehen könnte. Somit Linge rennen in die Natural, Linge rennen in die Main, Linge rennen in die dritte. Und es gibt einen ziemlich großen Totenberg an SCVs. Ja, die Linge schnappen sich 21 davon. Die Minis kommen jetzt mit zurück, klären das alles. Und ja, die Linge haben sich mehr als gelohnt. Ich meine, die Linge hier werden sogar noch eingegraben, damit sie später nochmal verwendet werden können. Burrow Upgrade ist mit dabei. Wenn das nicht hier wird, mein Drop kommt jetzt auf die dritte Basis vom Zerg. Aber, wird mein haben hier Upgrade. Jedoch reicht es nicht ganz. Der Damage. Ah, eine wird die wird mein. Diese eine Widowmine hat tatsächlich den ganzen Drop nochmal rumgerissen, weil die hat so viel Schaden gemacht. Trotzdem, Linge, wie man sieht, ja, werden wieder ausgebuddelt. Und tatsächlich, Elaser gräbt nur einen Teil der Linge aus, also ist da richtig sneaky. Er will einen weiteren Teil noch für später behalten. Nimmt nochmal SCVs raus. Innovation hat inzwischen 35 SCVs verloren. Maybe ist es immer noch, ein Ling ist am Werk, aber der wird jetzt auch geklärt. Aber hier sind noch vier Linge eingegraben für später. Und hier warten bereits die letzten Linge mit Beininge, um hier ein weiteres Mal die Wall zu crushen. Widowmine trifft nochmal ganz ordentlich, wird jetzt aber geklärt. Und jetzt tatsächlich Innovation mal selber am Pushen, aber er kann gebackstabbt werden. Er weiß noch nichts von den ganzen Lingen, die überall positioniert sind. Ja, die Marauder hier alleine vorne werden gefressen. 3-3 Upgrades unterwegs für die Bio währenddessen. Und hier die Baninge kullern einfach rein. Hier die Wall wäre gar nicht nötig gewesen, war eh auf, aber jetzt ist durchgängig offen. Und Widowmine klärt die Baninge ohne größere Verluste, immerhin das. Und wir hatten gerade 10. What? Kurzer Jump zurück hier. Ja, hier gab es den Widowmine Drop. Der hat die ganzen Drones rausgekillt. Das Dropship kam von hier oben. Das eigentlich hier. Ah, ich glaube, jetzt hat die Linie da oben gar nicht gesehen. Aber auf jeden Fall, hier hat die Laser nicht ganz rechtzeitig kreiert. Das heißt, er verliert auch Worker, hat er aber 82. Das heißt, er geht runter auf gute 72. Und gute 70. Ja, die Widowmines hier
Ist halt auch mit dem Upgrade, die sind so schnell eingegraben. Man muss das Medivac schon sehen, um rechtzeitig reagieren zu können. Und die Widowmines werden alle aufgeräumt. Und hier nochmal eine ganze Schwung Linge geht auch mit down. Also da tatsächlich die Widowmines machen einen guten Job. Jetzt rennen die Linge hier rein, nachdem die Banning gekickt wurden von der Widowmine. Und die SCVs sollten diesmal größtenteils am Leben bleiben. Es wird hier alles soweit aufgeräumt. Ja, da wird eingegraben, aber diesmal hat Innovation das gesehen. Aber der Scan reicht nicht, die Dinge sind immer noch. Und er hat gerade einen Marine geschossen. Ja, jetzt ist das Viking hier noch unterwegs, versucht einfach ein bisschen zu nerven. Währenddessen hier weitere Widowmines werden gefunden und geklärt. Und es sind überall Banning-Pumpen inzwischen verteilt. Also die Laser spielt das hier sehr, sehr sneaky. Und sehr, sehr gefährlich jetzt für Innovation. Er scannt jetzt auch vorsichtshalber, kriegt damit die Banninge und kann die alle klären. Trotzdem, die Linge hier könnten noch immer eingesetzt werden. Aber da steht eine ganze Menge an Reinforcement drumherum und Innovation, ja, er will jetzt hier Druck machen mit seiner Army endlich mal. Seine 3-3 Upgrades hier machen Fortschritte, wenn dessen Banning hier versuchen, die Bio zu jagen, aber die Bio Off-Creep kann kiten und da wird auch sehr, sehr schön gesplittet hier von Innovation. Da kommt eine Link-Flankierung aber gerade mit ran und die könnte ein Problem sein. Problem ist momentan nicht ganz koordiniert das Engagement, die Linge fressen wieder einen richtig dicken Widowmine-Shot und trotzdem die Laser versucht einfach durchzubrennen jetzt hier mit den Dingen und den Banningen. Er geht währenddessen auf die Ulti-Kaminazer, er macht hier wirklich den Link-Banning-Ultra-Style. Das, was ich das letzte Mal, glaube ich, bei Stefano gesehen habe vor 2 Jahren, sieht man nicht so häufig. Also wirklich komplett nur Ling-Baning, bis man dann eben auf die Ulis kommt. Und die Linge und Baning versuchen die alles in die Baning. Die Widowmines wieder mit dem Friendly Fire. Die Baning machen guten Schaden an den Marauden. Aber die tanken doch noch einige Säcke. Aber nächste William Baning ist eigentlich schon ready. Trotzdem, Creep wird geklärt. Ein ganzes Stück. 3-3 ab geht's. Und die Wiener Clans kommen für den Zerg. 3-3 natürlich auch für den Terran. Nächste Basis. Basis Nummer 4 kommt für Innovation. Mit dessen Elaze hat sich schon seine 6. Basis hier gegönnt. Also Basen hat er ohne Ende. Und dadurch natürlich auch die Larven, um diesen Link-Baning-Style zu fabrizieren. Ohne genügend Hatches funktioniert das einfach nicht. Man braucht genügend Hatches, genügend Queens dafür. Ja, die ersten 3 Ulis sind im Bau. Aber trotzdem, mit Laser ist ein Supply nicht so toll momentan. Er ist einiges down. Baut jetzt natürlich das Stück für Stück hoch. Trotzdem, seine Basis hier wird beschossen. Die Link-Baning versuchen das zu defenden. Das ist nicht großartig für die Widowmines dann. Wieder mal Friendly Fire durch die Widowmines-Baning. Es sind dran an den Marauden. Aber die Marauder tanken halt doch die Widowmine-Shots weg und werden ständig hochgeht von wieder mal massenhaft Medivacs über den ganzen Bio. Es sind 10 Medivacs in der Luft. 3-3 ist jetzt hier gleich ready. Das heißt, Elaser wird diese Basis wahrscheinlich nicht halten können. Die wird low und ja, die Drones werden auch wieder gekillt. Elaser gibt die Basis einfach auf, währenddessen Lingrombai wieder mal unterwegs versucht, hier einfach wieder Schaden zu finden oder Harassment. Oder einfach das Reinforcement abzugrasen, das kann man auch machen. Jetzt kommt der Rest der Sorgarmee mit dazu und 3-3 mit Kaitanus Plating ist noch nicht durch. Also die Upgrades brauchen noch ein bisschen trotzdem. Elaser will tatsächlich jetzt hier engagen, aber eben off-creep. Die Ulis haben ihre Upgrades noch nicht, also ist schwierig für Elaser hier in den Fight zu nehmen. Trotzdem, Lingrombai ist wieder drin, an der dritten macht wieder 11 SCVs kaputt und sogar noch mehr. Und wieder wird eingegraben und... Ja, jetzt die Bio hat ein bisschen Probleme, wird nochmal eins kommen dazu, werden eingegraben, aber werden geklärt, bevor sie ihren Schuss setzen können. Jetzt muss gekitet werden gegen die Ulis. Uli 1 geht down, Uli 2 wird gefokust, Uli 2 geht down, das macht Invasion sehr, sehr gut. Focus Fire auf die ganzen Neutralisten, die sind jetzt weg und jetzt sind einfach die Marauder gegen die Linge mit dem Heal. Und das reicht für die Linge nicht, zumal die jetzt hier noch im Upgrade-Nachteil gekämpft haben. Trotzdem, währenddessen an der dritten Basis geht es immer noch zur Sache, die dritte Basis ist mega low, 16 ist sie gestorben. Invasion versucht gerade irgendwie die ganze Situation in den Griff zu kriegen. Immerhin seine Netzspiel ist momentan noch ungebrochen, ein paar Linge versuchen da ranzukommen, aber das sollte vom Reinforcement geklärt werden. Vierte Basis steht unter Feuer mit den ganzen Zerglingen. 16 SCVs sind nach wie vor tot. Das Command Center hier landet nochmal tatsächlich. Erwartet noch 300 Points. Der Barracks geht hier down. Aber das sollte alles endlich mal geklärt werden. Währenddessen geht es an der vierten wieder zur Sache. PF ist noch nicht ready. Widowmines am Start, aber nicht eingegraben. Es ist ein Uli hier mit dabei. Widowmines jetzt drin. Und ein bisschen Splash Damage geht raus. Linge werden jetzt Stück für Stück aufgeräumt. Das Terraner Army Supply ist halt doch größer als das vom Zerg. Elaser hat halt die stärkere Economy dahinter. Er ist economy-technisch wesentlich besser aufgestellt hier als Innovation. Natürlich im Army Supply sieht das ganz anders aus. Da hat Elaser wieder sehr, sehr viel aufgegeben. Er hat jetzt auch Innovation ein bisschen runtergerungen. Innovation hat auch immer noch Mules, wenn das sind hier die Widowmines kennen, die restlichen Ringe, die nochmal ausgegraben wurden. Elaser, er hat die Basis hier, er hat die Basis, oder er nimmt die Basis gerade neu. Wenn das ein Mining Base hier, tatsächlich ohne Gas, nur Minerals. Generell, Gasinkampf von Elaser wird nicht mehr lange standhalten, wenn er so weitermacht, weil er hat seine... Er hat 5 Gasgeysiere tatsächlich, also baut es wirklich massiv Mineral fokussiert. Sieht man auch mit den ganzen Drones, den ganzen Zerglingen, die er hat. Wie viele toten Zerglinge sind wir bereits? 490 sind in diesem Match bereits gestorben, 490 Linge. Ja, hier die Banning-Bombe. Bisschen zu offensichtlich und hier gibt es einen neuen Widowmine-Drop auf die Mining-Base hier. 15 Drones sind drin und die Ulis sind nicht nah genug dran. Kann die Widowmines was erreichen? Da wird gesplittet, 3 Drones gehen down. Es ist nicht so tragisch hier für Elaser. Er hat 76 davon, also das ist jetzt nicht so schlimm für ihn, wenn das in 2 Länge knabbern hier an der Wall. Brothers stimmen ran und wollen sich drum kümmern, aber die Länge laufen einfach problemlos wieder weg.
Und größere Ling Run Buy wird das jetzt hier werden. Eventuell sogar mal noch mit Baningen. Wir sind auch hier ein Baning eingegraben, um die Basis hier zu denyen. Vierte Basis läuft für Innovation. Sammelt also hier Minerale. Man sieht, er ist übersaturiert, weil einfach Main und Natural nichts mehr übrig ist. Und die Main, ja, hebt auch schon ab. Fliegt also jetzt hier an eine neue Position. Und zwar an die fünfte. Innovation Economy technisch sieht es auf jeden Fall nicht so prickelnd bei aus. Er hat 56 SCVs. Ein bisschen Basen-Neustrukturierung muss er gerade betreiben. Wenn er die Basis hat, dann ist es wieder wesentlich angenehmer. Dann kommt Geld rein ohne Ende. Wenn das ein Widowmine mal wieder macht, einen ordentlichen Hit. Hier drüben, Baninge kommen mit ran. Widowmine ist zwar am Start, aber die Baninge kullern einfach durchnehmen. Die Widowmine raus, trotzdem Reinforcement ist mit dabei. Die Dinge sollten hier nicht durchkommen. Linge versucht nochmal hier Friendly Fire auf die Bio zu ziehen. Hat aber nicht ganz so funktioniert. Währenddessen hatten wir wieder mal einen Widowmine Drop. Hat 12 Drones rausgenommen hier an dieser Basis. Diesmal haben sie doch eingeschlagen. Und hier hinten ist noch ein Liberate unterwegs. Nimmt nochmal ein paar weitere Drones raus, aber fliegt leider über dem Spore-Caller. Und ja, Innovation dreht jetzt selber mehr mit dem Harassment auf tatsächlich, versucht damit Elaser ein bisschen klein zu kriegen. Beide haben es jetzt Economy-technisch, Army-Supply-technisch wieder angeglichen ein bisschen. Weil da ist hier ein Ling nochmal unterwegs. Das ist mega schwer zu entdecken tatsächlich. Wenn ich nicht reingezoomt bin tatsächlich. Ja, und hier die Baning-Bombe immer noch, die kann verhängnisvoll werden. Die Sorgami rennt jetzt einfach rein in die fünfte Basis. Natürlich keine BF, aber der Liberator versucht auszuhelfen. Baning und Kolo nach vorne. Es sind viele Marauder, aber nein, die ganzen Mules, die ganzen SCVs gehen hier down. Die Marauder fighten jetzt hier gegen die ganzen Ulis. Ulis werden ziemlich krass runtergefokust. Aber die fünfte Basis, bis die ehemalige Mainbase, die geht jetzt hier down. Und Innovation wird damit weiten Welt zurückgetrieben. Versucht jetzt irgendwie zu defenden. Frisst nochmal hier eine Parasitic Bomb auf das Medivac, damit sehr viel Splash Damage passiert. Und die Laser crusht damit eine komplette Basis. Währenddessen eigentlich auch der Terraner hier findet eine Basis vom Circle. Eine neue Mining Base von die Laser wird hier nicht fertig werden. Der Drop hier kümmert sich drum, währenddessen Innovation ist hier am Pushen, da ist nur die Baininge. Ah, okay, das war sehr enttäuschend. Und sofort kommt der Scan, währenddessen Widowmine trifft hier ein ganzes Sturm wieder an Circling. Die Widowmines bisher waren gut genug für Innovation, haben mehrfach sehr viel Damage gemacht, aber jetzt auch sehr viel Friendly Fire. Und ja, beide droppen massiv im Supply. Aber Innovation natürlich, ohne die Basis sieht es schlecht beim Aus. Jetzt fliegt jetzt die Natural Snatches rüber. Also er hat jetzt noch drei Hauptgebäude. Es wird weniger, hat bereits eins verloren. Hier drüben, da ist SCV-Fighter mit den Queens. Das SCV! Der Jäger, eiskalt, bleibt hier an der Queen dran. Versucht die Queen zu finishen. Jetzt geht's down. Ja, Innovation ergreift Position auf Micron. Widowmine mal wieder drin. Kommen wieder die geilen Widowmine-Shots für Innovation. Nein, diesmal sieht's nicht so aus, aber Liberate ist mit dabei. Schießt mal einmal kurz auf den Uli. Neue Widowmines, die treffen ein bisschen besser, aber es wird gespittet. Trotzdem, der Schuss war ordentlich. Die Ulis haben nicht so viel Support an Lingen und Baningen. Es ist nur ein Baning mit drin und die Marauder kiten schon wieder. Erster Uli geht hier down, Baning ist weg. Und jetzt hier einfach um das Gas herum kiten, damit man irgendwie die ganzen Zirganheiten klären kann. Nächste Parasitic Bomb kommt, aber wird gegen gemicrot. Widowmines schlagen wieder ein. Es ist nicht viel Terran übrig, aber es ist hier auch nicht viel Zirgan übrig. Trotzdem Innovation unter 100 Supply, wirft nochmal Muse, braucht dringend mehr Geld. Einfach die Queens fighten jetzt hier fleißig mit Spucken, die Medivacs vom Himmel. Nächste Marauder gegen Ultra Fight hier. Der Uli ist jetzt tatsächlich ein Problem, aber kann gekitet werden, wird hier schön rausgenommen. Der Liberate ist hier noch unterwegs und tatsächlich sorgt für Probleme, weil die Queens da gerade reingelaufen sind. Ja, die Queens snipen seit den Liberator, aber kriegen dafür ein bisschen Schaden ab. Und Zeus werden gezündet, kaum noch Energie auf den Queens. Die Linge fallen jetzt hier gegen die Marauder. Und jetzt haben wir Marines nachgebaut. Problem ist, Elasis Economy ist immer noch wesentlich besser. Er baut gerade 5 Ultralisken nach. Und bei Innovation kommt einfach nicht so viel, zumal es hier noch eine weitere Baning-Falle in Position ist für Elaser. Ist die Frage, ob die besser trifft. Momentan sieht es nicht danach aus. Innovation versucht sich auch zu stabilisieren, versucht wieder mehr Geld ranzubringen. Hat ja an der Basis kein Gas, hat einfach an der Basis jetzt neu die Gaskassierer genommen. Dann ihm geht gerade das Gas aus. Mineralien kriegt er noch dank den Mules und seinen 47 SCVs. Währenddessen hier drüben linken aber nochmal kurz Underwall. Die Wall ist eigentlich auch offen. Also für Lingron Bice wäre das sehr viel möglich. Widowmines werden wieder gekehrt. Overseer geht hier down und jetzt wird nach hinten gekitet gegen die Ulis, gegen die Linge. Aber es sind wieder so viele Baninge mit drin. Es geht auf die Basis hier, auf die SCVs und damit stirbt hier ein wichtiger Teil der Terran Economy. Innovation sieht ein, das führt einfach nicht weiter, wenn das kam, auch genau diese Lingron Buy hier drüben in größerer Masse und ja, da wird Innovation einfach auseinandergenommen systematisch. Bei Elaser kommt einfach zu viel nach. Man sieht, Economy Graph ist nicht mehr so eindeutig, aber einfach, es hat sich ausgewirkt. Man sieht, Innovation hat sich noch einmal die Army aufgebaut und danach konnte sie einfach nie von den konstanten Fights erholen. Elaser gelang das wesentlich besser. Somit 1-0 hier für den Zerg und wir können in Map Nummer 2 gehen. Bisher schick schick. Weiter geht's auf Cerulean Fall. Diesmal ist der Reaper direkt unterwegs. Rüber zum Zerg. Dieses Mal wird nicht gewartet, falls da Dinge vorbeikommen. Aber es ist auch wieder mal nichts unterwegs von Elaser. Ist auf der Map auch ein bisschen schwieriger. Wenn man ganz den Weg außen herum nimmt, braucht man einfach zu lange. Und ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Reaper Harassment, bis die Queen da ist. Aber das sollte normal nicht allzu viel passieren.
Beide sollten das soweit im Griff haben. Dritte Basis kommt beim Zerg Speed Upgrade kommt. Interessant auf jeden Fall. Elazers Ling Baning Style mit dann Ultralisten hinterher. Ansonsten nichts anderes gebaut. Finde ich an sich sehr cool. Wie gesagt, das letzte Mal, dass ich das wirklich gesehen habe, war bei Stefano. Das ist schon eine Weile her. Bisschen länger her. Der spielt das sehr gerne mit diesem Style. Und ja, setzt halt voraus, dass man die Production dafür hat. Und es ist am Anfang recht minerallastig und danach braucht man halt das Gas für die Upgrades sehr, sehr dringend. Also ist es wichtig, dass man die Upgrades konstant mitnimmt und auch schnell hochdeckt und dann eben die Ulis sich dazu holt. Wobei man auch immer noch gerne sagt, dass quasi der Zerg, der auf Ulis geht, versucht, das Spiel zu verlieren. Weil irgendwie Ulis immer wieder mal schief gehen für die Zergs. Wir lassen auf jeden Fall jetzt hier mit 1-0 Führung. Mal sehen, was es in Map Nummer 2 hier werden wird. Das Innovation baut so ziemlich wieder das gleiche, holt sich hier Reaktor und die Factory baut Hellions und hat danach das Tech Level am Start. Ist die Frage, wird hier geswitcht? Nö. Es gibt direkt Stim. Innovation kümmert sich nicht darum, irgendwie ein Banshee Opener zu machen, sondern wir fechten das im Makro aus. Wenn das ein Overlord hier wird beschossen, aber da ist ein rettender Highground, wo auch schön der Befehlsindikator verschwindet, weil da nochmal eine Fläche drüber liegt auf diesem Fels. Ein bisschen zusammengeschustert aus, das sieht man hier, man sieht genau die Kante. Naja, halb so wild. Jo. Auf der anderen Seite, Creepspread wurde begonnen, Basen wurden verbunden. Wir haben 3 aktive Kryptomore und ein paar Queens rumstiefeln und es werden mehr Queens gebaut. Und es werden mehr Linge gebaut. Dritte Basis kommt beim Terraner. Und Viking kümmert sich um den Overlord. Ja, der wird hier nicht weit kommen. Der Marine hilft auch nochmal aus. Kriegt aber nicht den Kill und damit Elazer erstmal ein bisschen Supply blockt. Es ist kein weiterer Overlord in der Gegend, alle anderen sind in der Zerg-Umgebung. Sind bei den Zerg-Basen stationiert, um einfach mehr Vision zu geben, damit hier kein Drop landen kann. Das ist halt auch Dinge, die man sich bewusst werden muss. Overlord Placement ist genau so, dass man eben sieht, falls hier was reinfliegt und versucht auszuladen, dass man das rechtzeitig im Blick hat. Generell hat Elazer sehr, sehr schön nahezu jeden Winkel seiner Basis im Auge, außer das hier, das einzige dunkle Fleck. Aber ja, dass man da spezifisch landet, muss man auch erstmal drauf kommen. Währenddessen hier, der Trupp ist unterwegs, cleart ein bisschen Klinge, cleart ein bisschen Creep und die Queens natürlich wollen das defenden, währenddessen hier der Overlord mit ein bisschen Damage, aber sollteweise auch am Leben bleiben. Wobei, das wäre knapp geworden. Ah, Transfuse Energie war nicht wirklich da. Das ist die Frage, ob es sich lohnt, den Transfuse für den Overlord zu normalerweise schon, weil man Energie quasi für eine Einheit eintauscht. Wenn man die Einheit saved, kriegt man quasi 100 gerettete Mineralien dafür, dass man nur Energie verwendet. Aber natürlich, man möchte auch fleißig weiter Creep spreaden. Ja, nächster Overlord hier wird beschossen. Das Viking macht fröhlich weiter und den Overlord wird's kriegen. Denn hier ist kein Transfuse ready. Nur 30 Energie anstatt 50. Und somit nochmal ein Kill geholt für das Viking. Nicht allzu schlecht. Und wenn das Elazer kümmert sich viel um seinen Creep, geht wieder auf Leertech und Baning lässt einzelne Upgrades auf Melee. Also scheint wieder Link Baning zu werden. Erstmal. Ist die Frage, ob dann ein Hydra denn mit dazu holt, wenn er dann den Leertech fertig hat oder nicht. Wenn das eine dritte Basis auch für Innovation am Start, vierte Basis kommt für einen Zerg. Also wir machen wieder weiter, erstmal eine Runde aufbauen und die beiden werfen sich danach wieder Einheiten gegenseitig an den Kopf. Ach. So, wir sehen hier auch von den Lasers sehr, sehr schön, sehr viele Dinge unterwegs, um zu scouten. Also um alles Ecken und Winkel der Karte im Blick zu haben, dass man sieht, wenn der Terraner doch mal eine andere Basis nehmen will oder falls irgendwo ein Drop rausschickt, dass das nicht unbemerkt bleibt, dass das Viking chillt hier. Wenn der eventuell nochmal versuchen, Overlord zu snipen, aber das sind 2 Queens in der Gegend, das ist gefährlich. Und ja, wir sehen mehr und mehr Linienproduktion. Wir sind bei 44. Währenddessen, es kommt die Armory, 1 ins Upgrades und Combat Sheet bei Innovation. Und da kommt ein ziemlich dicker Scan, der nimmt sehr, sehr viel vom Küste raus und ich würde mal jetzt nochmal dabei, die erste wird gesniped, bevor sie was tun kann. Und damit wurde gerade die komplette Fläche entfernt tatsächlich. Und hier nochmal ein weiteres Scan. Da könnt ihr wieder einen ganzen Schwung rausnehmen. Also der Creep wurde gerade richtig, richtig gut eingedämmt mit diesem einen Scan. Der war sehr effektiv für Innovation. Jetzt nirgends Ling und Baning mit am Start. Trotzdem, Baning Speed ist noch nicht da. Und natürlich, Q-Set ist noch nicht so prickelnd groß. Widowmine trifft nicht so gut, aber die Marines kiten sich durch. Baninge, ja, die nächste Welle wartet. Die Welle war nicht so erfolgreich. Creep wird nachgesetzt. Nächste Trupp an Innovations Einheiten ist unterwegs. Und die dritte Basis wird zugewollt. Damit da nichts weiter reinläuft, einfach so. Und wir haben 2-2 unterwegs für Elazer zusammen mit Baning Nest. Währenddessen Innovation holt sie eine weitere Factory, damit er da mehr Widowmines produzieren kann. Und ja, macht jetzt einfach weiter Druck. Und man sieht, hier an der dritten ist der Creepset einfach nicht sonderlich beeindruckend. Und da kommt der Baning Snipe raus. Sehr, sehr schön. Innovation geht einfach rein. Focus Fire auf die Baning, wenn wir das hier wieder ausladen. Und da kommt die Enforcement dran. Aber es reicht nicht ganz. Widowmines, doch, werden eingegraben.
Kann die wieder mal einen guten Schuss setzen. Der war okay. Kann man sich nicht beschweren. Währenddessen hier der Drop, der Boost in die Mainbase und die Zerg-Armee ist gerade auf der Karte. Also nicht viel Defense in der Mainbase vorhanden. Die muss jetzt erstmal da reinlaufen. Man sieht, die Dinge strömen ran, um dann zu defenden. Aber trotzdem wird mal jetzt hier drin. Spockwaller wird gefokust. Währenddessen hier gibt es einen Infestation-Pit. Es wird mal löst auf die Queen aus. Queen wird gesniped. Dinge rennen jetzt hier mit ran. Und die Marines mehr kiten sich jetzt hier durch die Engstelle. Wird mal schießt rein. Macht Splash-Damage auf die Marines, aber auch sehr viele Dinge kaputt. Die Dinge können trotzdem hier das defenden. Aber Verluste waren auf jeden Fall da. Es wurde getradet und ein bisschen Mining wurde auch eingeschränkt. Trotzdem, die Laser macht hier weiter mit Link Banning, währenddessen das Medivac wartet auf einen späteren Einsatz. Neue Basis ist hier entstanden. Also damit der Circuits insgesamt auf 5 Basen. Innovation immer noch auf seinen 3. Baut nochmal ein paar neue Barracks. Holt sich jetzt das Widowmine Burrow Upgrade, das die Drilling Claws mit dazu. Und er macht einfach weiter Druck und er nutzt natürlich hier diese Flanke, weil hier der Creep immer noch nicht eindrucksvoll ist. Da ist man nah dran an der Mining Base und da möchte man einfach Druck drauf machen. Und hier wieder, es geht ran. Banning ist mit am Start, da wird eingeladen. Widowmine löst hier aus, trifft aber nicht so gut. Trotzdem, die Marines wurden gesaved. Medivac sind noch am Leben. Hier drüben haben wir einen nächsten Drop unterwegs. Ja, das Medivac war nicht so ganz sich im Klaren darüber, dass hier bereits eine komplette Basis steht. Aber fliegt sehr, sehr schamlos hier in die dritte Basis. Rein, Widowmines ausladen und ab geht's. Und mal sehen, mehrere Kills. 18 Kills. Ordentlich. Kann man sich wirklich nicht beschweren. Währenddessen, hier geht's auch noch zur Sache. Also da sterben noch ein paar mehr Worker. Da ist der Spawnballer, da kommt es jetzt um das Medivac. Also die Marines werden hier nicht im Leben wegkommen. Aber Trave versucht nochmal einzutraden, ihr Leben gegen möglichst viele Zerg-Einheiten. Ein paar Dinge kriegen sie vielleicht noch die Queen. Die Queen war low, 2 Hitpoints. Beinahe die Queen erwischt, wenn das denn hier Rumbai unterwegs. Da ist ein Marine, da ist ein SCV. Und das sollte nichts Schlimmeres zumindest anrichten, wenn das dann hier drüben den nächsten Damage. Insgesamt 24 Drones gestorben, jetzt die Linke wird nochmal geklärt, damit die Banning jetzt hier alleine unterwegs. Da ist nochmal eine Widowmine ab, die wird geklärt von der Explosion der Banning, wenn das ein nächstes Engagement hier. Da geht die Laser weit off-creep, um hier die ganze Bio zurückzutreiben, wenn das in der Rumbai geht jetzt hier rein, wird aber ziemlich schnell geklärt. Von den Hellbats. Die Hellions waren immer noch hier in der Basis. Da war eine kurze Pause am Start. Wir hatten Lagspike-Probleme. Sehr schön. Und ja, das ist schön, dass man das beim Replay nicht hat. Ich finde es auch lustig, dass quasi die StarCraft-Engine das einfach nicht mit reinzieht. Ja, und hier geht's zur Sache. Nochmal Widowmines schlagen ein paar Drones aus dem Leben. Und die Laser's Economy ist in dieser Map nicht so gut. Er ist nur auf 62 Worker. Er ist bei weitem nicht so weit vorne wie in der ersten Map. Was die Economy betrifft, ist da wesentlich mehr eingeschränkt. Man sieht, Innovations Army Supply schießt wieder mal nach oben und Innovation hat jetzt hier die dicke Army gesammelt, hat die Upgrades durch. 2-2 kommt eigentlich bei ihm sehr, sehr spät. Er hat 2-2 erst begonnen. Die Laser hat gerade schon 3-3 angefangen, ist die Frage. Ist die Laser ein bisschen zu greedy, auf seiner schlechteren Economy jetzt schon 3-3 anzudrücken? Das ist ein teures Investment. Das fehlt ihm natürlich jetzt an Einheiten. Banning gehen mal rein, nehmen einen Großteil der ganzen Hellbats raus. Aber Innovation macht hier weiter Druck und die Laser's Army Supply ist gerade nicht wirklich vorhanden, denn ein Teil rennt hier gerade rum, der Teil war an der neuen Basis. Und das ist nicht da, wo man es momentan braucht. Nächste Banding kommen, Innovation zieht seine Arme nach hinten, kitet gegen die Bandinge, kriegt die auch alle geklärt. Jetzt kommt das Link Reinforcement, jetzt kommen gleich neue Bandinge mit dazu. Jetzt kann hier die Laser tatsächlich versuchen, den Terraner zurückzutreiben. Trotzdem, die Bio kitet hier Stück für Stück nach hinten, versucht die ganzen Marines zu safen, versucht die ganzen Linge wegzukriegen und die Bandinge. Widowmines lösen nochmal aus hier, macht noch ein bisschen Schaden an den Queens, aber es reicht erstmal hier für die Laser anscheinend. Er kann hier nochmal defenden, kriegt auch die ganzen Widowmines gekehrt. Aber natürlich, er wollte eigentlich einen Rumbai starten, das hätte auch viel schlimmer kommen können. Dass gerade so eine ganze Linie unterwegs waren. Währenddessen werden jetzt hier Liberator ausgesendet, um die Basen nochmal mehr zu erressen. Mal sehen, wie viel Erfolg das hat. Linge ist hier noch unterwegs, Innovation hat jetzt hier eine vierte Basis im Bau, die wird auch gleich fertig. Der 3-3 für den Zerg macht gefährlich weit Fortschritte. Also wenn die Laser 3-3 Adrena Glance ready hat, dann hat er doch eine sehr, sehr starke Army. Währenddessen Liberator hier, ja, der bringt nichts, der flog gerade über einen Spockroller, aber immerhin, er kann die Basis zumindest mal am Meinen hindern. Die Laser gerade, ja, ist beschäftigt andersweitig. Jetzt kommt die Reaktion. Ja, und da waren die Larven auch noch gesniped. Das sind 6 Drones gestorben, währenddessen hatten wir, what? Oh. Da passieren immer zu viele Sachen gleichzeitig, das ist furchtbar. Denn währenddessen gab es hier den Banning Mann bei. Der hat gerade 14 SCVs erwischt. Das war, wer der Liberator geschossen hat, ging es hier nochmal zur Sache mit diesem Knall und 14 SCVs gingen down. Und ja, die Terran Army kommt einfach einen Ticken zu spät, minimal. Aber trotzdem, man sieht im Supply, ist Innovation immer noch ein gutes Stück vorne, trotzdem verlorenen Worker. Er hat viel, viel mehr Army Supply. Natürlich, viel von dem Army Supply ist auch in der Luft. Es fliegen 24 Supply da oben rum mit den Medivacs, aber natürlich der Heal ist auch wertvoll. Ja, hier der Liberator ist immer noch am Schießen. Die Banninge wurden geklärt und jetzt kommt die Vio Army an. Die Queens kriegen zwar den Liberator geklärt, aber jetzt fällt dafür komplett die Basis. Und man sieht auch, eine zweite Truppe ist bereits unterwegs von Innovation. Er will jetzt hier keine Ruhe geben. Er hat sein 2-2. 3-3 ist noch nicht ganz fertig für einen Zerg. Das heißt, momentan hat Innovation noch die beste Upgrade-Situation.
In 10 Sekunden wird das schlecht. Er wird jetzt hier zurückgetrieben, aber währenddessen ist hier mit der nächste Truppe unterwegs. Und da hier kaum Creasezeit vorhanden ist, sieht das Elaze auch sehr, sehr spät. Und ja, die Widowmines werden direkt in Position gebracht. Die Bio pusht weiter ran. Nächste Mining Base soll hier fallen. Wenn die Elaze die Basis wird, ist er runter auf 3 Basen. Dann ist seine Economy in einem richtig schlechten Zustand. Die Basis geht einfach so down. Die Linie trauen sie nicht wirklich ran. Die Widowmines, ja, jetzt schließen sie die Marines aus dem Leben. Dank den Brütlingen. Baininge kommen wir dazu, aber da ist eine Widowmine. Baininge werden gekehrt. Eine Widowmine ist noch da. Haben wir mehr Drones, gehen hier down. Währenddessen Elaze versucht sie mit den Counterattacks. Aber das ist Reinforcement vom Terran. Um das zu klären, nächstes weiteres Link Reinforcement kommt, um hier noch mehr Schaden zu machen. Hat die Linke ein bisschen nicht so viel erreicht. Währenddessen hat Elaze eine weitere Basis verloren. Aber er versucht es einfach mit den Counterattacks. Problem ist, Elaze kommt da nicht wirklich weit. Er macht nicht den Damage, den er braucht. Da kommt auch der Scan, um die ganzen Dinge zu klären, die eingegraben sind. Und damit blutet Elaze mehr und mehr Supply weg. Ist gerade mal bei 100 gegen Innovations 160. Denn jetzt hier die vierte Basis ist auch ein PF. Das heißt, das Ding ist schwer zu knacken. Und Elaze hat nicht das Geld, um groß Ulis zu bauen. Bis er hat noch gar keine Uli-Cavern. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne, er hat noch keine Ultralist-Cavern gebaut. Er hat jetzt 3 Linge Baininge. Er hat sehr viel Gas, sehr wenig Minerals, weil einfach sein Income jetzt sehr eingeschränkt ist. Er ist nur auf 3 Basen mit seinen 64 Drones. Innovation hat mehr Worker, hat eine Basismoment mehr. Die Basis wird jetzt gerade neu genommen, kann also endlich wieder minen. Aber trotzdem, Innovation ist auf dem Vormarsch mit seinem mächtigen Arm Supply, hat den Creep auch wieder komplett aufgeräumt. Und ja, Elaze mangelt es ein bisschen an Baininge, die sind noch nicht ready. Und seine Army sieht einfach nicht so eindrucksvoll hier aus. Und die Widowmines, ja, waren nicht mal benötigt. Elaze geht einfach direkt aus dem Markt. Okay, hier komme ich gegen die Wand an Terraner nicht mehr an. Und man hat es gesehen, wie viel die Economy da ausmacht. Elaze war dieses Mal zu weit hinten. Und ja, dann schwächelt das einfach. Da hat Innovation einfach schönen Druck gemacht und konnte sich dann Stück für Stück durchsetzen. Auch wenn Elaze richtig krass getaggt hat. Muss bedenken, das ist hier gerade ein 3-3 Zerg. Er hat die 3-3 Upgrades durch mit Adrenal Glance. Und er hatte 3-3 fast fertig, bevor der Terraner 2-2 hatte. Da hat Innovation ein bisschen mehr mit seinen Upgrades geschlafen. Aber am Ende hat es nicht gereicht, die 3-3 Linge und Baininge, war einfach, die Masse hat gefehlt, trotz der guten Upgrades. Aber damit Ausgleich und wir kriegen die dritte Map, ist doch auch schön. Map Nummer 3, Blue Shift. Und damit spannender Stand mit 1-1. Sehen, was Elaze dieses Mal anders macht. Dieses Mal seine Economy in einen besseren Zustand bringt. Und dabei natürlich aufpassen, dass man nicht am Harassment eingeht. Das ist ein schmaler Grat zwischen man steht richtig gut da und es fällt alles auseinander. Aber da kann stellenweise sogar ein Widowmine Shot alles entscheiden, also mal sehen, wohin der Weg führt. Wir haben auf jeden Fall wieder ein Reaper Expansion gehabt beim Terran. Wir haben bei Laser ganz normal Hedge Gas Pool und danach geht es eine dritte Hedge Speed Upgrade. Also keine der beiden fängt hier mit irgendeinem cheesy Opener an. Es gibt keine Proxy Racks, es gibt keinen frühen Pool, sondern es bleibt alles, wie es bisher war. Keine Änderung an den Openings erstmal. Und wir sehen auch hier wieder bei Innovation, da kommt Starport, da kommt ein Tech Lab, da kommen Hellions. Also bisher nichts Neues bei ihm. Die beiden sind stylistisch sehr eingefahren, sagen sich, wir machen das mit dem Gentleman's Agreement, wir machen das Gleiche und möge der Bessere gewinnen. Es gibt keine Tricks, sondern es wird alles so durchgeprügelt wie in den vorigen Matches auch. Mal gespannt, wer dann hier die Nase vorn hat. Wir haben es ja sofort wieder Stim. Also Innovation spielt wirklich 1-1 wieder. Genau das, es kommt wieder das Viking. Die Hellions schließen sich jetzt hier mit dem Reaper zusammen. Und bei Elaze wird, denke ich, noch das Braining das bald mit dazukommen. Und der Leertech dann, weil er das Gas dafür hat momentan, sammelt er nur reduziert Gas. Aber das kommt ein. Ah, Elaze, du Monster. Er baut einen Roach Warren tatsächlich. Doch nicht das gleiche, schade eigentlich. Ich hätte gerne nochmal eine Runde von Link Baining gegen Innovations Bio gesehen, Bio Mine. Aber nein, Elaze sagt, nö, wir machen die Dinge dieses Mal anders, ich baue einen Roach Warren. Kann natürlich auch einfach nur ein Safety Roach Warren sein, ist in der Theorie auch drin. Dass man quasi sich die Option offen hält, Roaches zu bauen, falls man einen Hellbat Push abkriegt, weil man kein gutes Scouting hat. Aber nur Elaze hat die dritte Basis schon gesehen, also es kann einfach sein, er versucht hier das doch recht greedy Opening von Innovation entsprechend zu kontern, indem er hier versucht, mit ein paar Roaches ranzulaufen. Und solange hier eben hier eine dritte Basis an der Wall gebaut wird und nur Hellions da sind, haben die Roaches doch einiges an Möglichkeiten, Damage zu machen. Weil hier ist keine Banshee als Defense, hier kommt einfach direkt Bio. Es ist ein Tackler allerdings an der Factory, das heißt, hier kann ein Panzer kommen. Wie viel Scouting-Info hat Innovation? Er hat nicht wirklich Scouting-Info. Aber sobald ich hier die Roaches sieht, kann er einen Panzer andrücken. Außer er switcht jetzt hier gerade die Factory weg. Nein, noch steht die Factory am Tech Lab. Und das ist wichtig und ein Siege Tank ist essentiell hier, um vernünftig zu defenden. Marines alleine taugen einfach nicht so und ja, Elaze, er pumpt mehr und mehr Roaches. Innovation hat noch keinen Plan davon. Das Viking wird das früher oder später sehen, denn die Army ist jetzt unterwegs, ja, das Viking fliegt da gleich drüber.
Innovation, da kommt die Info, da sind die Roaches, die jetzt schießen wir mal kurz eine Runde rein, der erste wird auch sofort gesniped. Und Reaktion, Doppelbunker, Instant, ja, man sieht es auch hier, die Barracks ist weggeflogen, dann fliegt sofort die 300-Sack und sagt, okay, Panzer, 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 unbedingt, wir brauchen einen Siege-Tank für die Defense. Die dritte Basis immerhin ist fertig, an der Front, das heißt, das ist ein ziemlich dicker Teil, durch den man sich durchschießen muss, somit geht es auf das schwächere Supply-Depot. Das wird counter-repaired, aber SVs kann man dann natürlich snipen, der Reaper wird rausgenommen und jetzt Ravager werden gemorpht, die Marines stehen hinten dran, können nicht wirklich schießen und es geht auf dieses eine Supply-Depot, aber solange hier Innovation Zeit kauft, ist es für ihn gut und recht. Problem ist, jetzt kommen die Ravager wieder, jetzt ist die Sache brenzliger, jetzt geht es in den Walldown, aber die Bunkers sind ready und der Siege-Tank ist auch nicht mehr weg. Also Innovation erst opfert jetzt hier SVs, versucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit ranzukriegen und jetzt, ja, wird defended mit den Bunkern, SVs werden gezogen, Crossfires werden geworfen, Bunker 1 geht down, Bunker 2 lebt noch, wird noch hochrepaired, währenddessen die Einheiten natürlich auch ein heilloses Durcheinander an Lingen, Roaches und SCVs und Marines und 13 SCVs gehen down, Panzer steht allerdings, Bunker steht noch und die Ravager ziehen sich erstmal wieder eine Runde zurück. Da wird nochmal Crossfires auf das Supply-Depot geworfen, aber das lebt auch noch. Es wird aber einfach dem Schicksal überlassen. Innovation ist eh nicht gerade in der Gefahr, Supply-Block zu werden. Hat genügend Supply-Frei und gleich ist ein zweiter Panzer mit draußen. Also die nächste Strategie, so viel Damage sie auch schon gemacht hat, natürlich, sie hat ein Ablaufdatum. Wenn hier genügend Panzer am Start sind, ist es für Laces sehr schwer durchzupushen. Wenn hier Puffer da ist für die Panzer und eben die Panzer zur zweiten Reihe früh schießen kann. Panzer wurden ansiegt tatsächlich. Es geht nochmal auf den Bunker. Bunker wird auch low, Bunker wird definitiv fallen. Eine Crossfires, ja, geht hier down. Trotzdem, die Bio hält weiter Stand, ist aber angestimmt. Es ist ein Medivac gerade mal da für den Heal und das ist halt nicht sonderlich viel. Wir haben nochmal 4 tote SCVs, 25 Worker zu 42 und die Laser, da kommt die Transition. Jetzt kommen 9 weitere Drones, jetzt kommt Leertech, Evolution Chamber, er bricht jetzt die Sache ab, denkt sich, okay, ich habe genügend Schaden gemacht und ich weiß, mit einem weiteren Panzer komme ich eh nicht mehr weiter. Innovation sieht das jetzt hier auch, dass keine Sörger mehr vor seiner Haustür steht und somit, ja, Aktion abgewunken und Spiel ist noch nicht vorbei. Aber Innovation hat natürlich richtig derben Schaden an die Economy hinnehmen müssen. Trotzdem, er hat Mules, er hat ein drittes CC, das heißt Triple SCV-Produktion plus Triple Mule macht da natürlich einiges wieder gut und Elaser hat jetzt einen Einheiten-Tech, der nicht so prickelnd stark ist, der natürlich abfällt, zumal er keine Upgrades hat. Innovation hat 1-1 durch, hat Combat Shield mit ready und ja, hat die zwei Panzer mit dem Stadtdorm. Man sieht, er macht sofort hier die Gegenbewegung, fängt jetzt sofort an den Zerg zu pushen, weil sich denkt, okay, ich weiß, woraus deine Army besteht. Es ist Roach, Ravager mit Zerglingen. Vielleicht noch ein paar Queens. Und ja, es geht einfach drauf. Hier stimmt dran. Snipe den ersten Overlord. Der zweite wird mega low. Die Queens haben auch Probleme. Und ja, die Linge werden einfach gekitet. Die Panzer sind gesiegt. Gut, ob die jetzt gerade mehr Linge oder mehr Marines getroffen haben, ist die Frage. Aber normalerweise sollten das mehr Linge gewesen sein. Panzer waren jetzt auch abgezogen. Die Marines einfach allein unterwegs. Denn das nächste Problem der Roach ist einfach, dass die Anti-Air fehlt. Man kann einfach problemlos als Terran einladen, wegboosten. Und später wiederkommen. Ist gar kein Thema für Innovation. Der seine dritte immer noch, ja, in der Basis hat, aber fleißig SCVs gebaut hat, wieder hoch auf 44 Worker. Und ja, wenn wir den Economy-Graphen anschauen, die Laser hat da auch fleißig nachgedroned, aber es ist kein großer Unterschied. 900 pro Minute ist in diesem Matchup nicht wirklich viel. In der ersten Map war die Laser bis zu 3000 Ressourcen pro Minute vorne. Davon ist sie hier weit entfernt, zumal er noch gezwungen ist, weitere Roaches und Ravager zu bauen als Defense. Also nicht so ganz komplett hier lustig sein will, Drones bauen kann, sondern er muss sich da ein bisschen einschränken, wenn das ein armer Overlord. Und ja, Elaze hat sehr viele Overlords gebaut tatsächlich, er hat sehr viel Supply frei, 178 und hat gerade mal 140. Ja, nächste Truppe an Marines ist unterwegs, da kommt nochmal ein Scan, da wird wieder der Creep geklärt und ja, da ist wieder der Boost weg. Ein paar Marines waren zu viel, haben nicht alle ins Medivac gepasst, aber trotzdem, man muss jetzt einfach hinterher rennen, das ist für Laser mega unangenehm, seine Army ist nicht sonderlich agil, es fehlt noch das Road Speed Upgrade, das dauert noch 10 Sekunden, man sieht die Marines gehen einfach rein, snipen zwei Overlords, ein Ring geht down, aber man boostet einfach wieder raus. Innovation nutzt das jetzt hier fröhlich aus, Laser hat zwar sehr viel Supply und auch sehr viel Army Supply, aber es ist halt Roach Supply und das ist das große Problem. Die Roaches haben gleich 1-1, 2-2 ist angedrückt beim Turn, immerhin upgrade-technisch war Innovation wieder nicht on top, also hat seine Upgrades hinausgezögert, wollte einfach mehr Einheiten haben. Ansonsten könnte er 2-2 schon ein ganzes Stück weiter haben. Er hat den guten Upgrade-Vorsprung, aber Elaser auch gerade ohne Zerzer unterwegs ist. Das ist nicht so wild. Da wird Innovation also weiter einen gewissen Vorteil erhalten bleiben. Und ja, mehr Creep hier und einfach einladen, wenn es brenzlig wird, auch wenn ein paar Marines down gehen. Aber damit, ja, Elaser kommt nicht wirklich raus aus seinem Gebiet. Wenn wir in seine Vision sehen, der Sensor, die Sensor Tower machen oder die Xel'Naga Tower machen da noch einiges aus. Ansonsten ist er recht eingeschränkt, was das betrifft, an Vision, weil sein Creepstand sehr gelitten hat. Ja, und die Roach Ravager Army ist unterwegs. Innovation aber hat sehr, sehr viele Tanks und hat ja auch eine Wall.
Und ja, da wird es gleich Schmerzen geben. Die ersten Panzer schießen schon mal rein. Natürlich die Ravagers setzen sich Colossal Pies auf die Siege Tanks. Erste geht auch down. Aber da sind halt doch mehrere Panzer unten. Ganzer Schwung an Bios. Gehen zwei Tanks down. Aber die Zerg Armee frisst dafür einiges an Damage. Und jetzt ist die Bio natürlich in der richtigen Position. Panzer werden mit nachgeschoben. Hier drüben wird nochmal defended. Währenddessen hier ein paar SCVs gehen down. Colossal Pies landen nochmal rein. Und die Bio, man sieht's, will einfach auch schon fighten. Die Marauder Marines denken sich, ja, deine Armee ist nicht so elegant und nicht so beeindruckend. Und ja, jetzt versucht die Lazy reinzukommen, rennt mitten rein auf die Marines, versucht Cross Spice auf die Panzer treffen, macht da einen schönen Streuschuss, kriegt dann zwei Panzer down. Aber man sieht, die Zerg Armee leidet darunter ziemlich und Innovation opfert jetzt sogar seine SCVs. Jetzt kommen die Roaches von der Seite, bisschen zu spät, aber trotzdem nehmen wir mal weiteren Panzer raus. Aber die Lazy verliert hier sehr, sehr viel Armee. Hat aber nochmal gut was an Economy-Schaden gemacht, also Innovations. Economy geht's nicht mehr sonderlich gut. Hat da nochmal einen ganzen Schwung gelitten und es würden einfach Roaches nachgehen. Lazy will das wirklich auf Roaches beenden, wie es aussieht. Hat hier nicht wirklich Transition-Pläne. Er hat keine weiteren Upgrades unterwegs, er hat keinen weiteren Tech unterwegs und er pumpt einfach nur. Er drückt den Roach-Knopf eiskalt durch und will es damit dann irgendwie zu Ende bringen. Ist die Frage, hatte ich hier genug? Ist die Roach-Masse genügend? Das sind die zwei Panzer am Start, das sind nicht mehr viele Ravages. Das heißt, Close of Files geht auch nicht mehr so viel. Und ja, die Roaches laufen einfach wieder mitten rein. Panzer 1 geht down, Panzer 2 wird hier auch gleich fallen, aber hält noch ein bisschen länger durch hier. Und jetzt sind mehrere Marauder am Start, die Bio hat gleich 2-2. Und ja, man sieht, die Roaches und Ravages werden von der Bio einfach auseinandergenommen. Der Stim plus Heal plus die Upgrades auf der Bio reichen, um die Roaches zu zerlegen. Und da muss mehr Masse da sein. Und die Laser hat eher nicht die Masse momentan. Er hat noch Ressourcen auf der Bank. Er baut nochmal 16 weitere Roaches, ihm mangelt es ein bisschen an Gas. Er hat verhältnismäßig viele Minerals auf der Bank. Jetzt kommt tatsächlich nochmal Drones und ein Extraktor. Aber das kann fast schon zu spät sein. Innovations Army wird krasser und krasser von hier an. Er baut jetzt Panzer, die haben dann auch gleich ein plus 1 Vehicle Weapons Upgrade. Terran kann bald auch auf 3-3 Upgrades gehen, während das Innovation. Ja, macht einfach mal wieder weiter. Macht einfach weiter Pressure mit der Bio. Und wieder ist er. Er hat jetzt hier plus 2 Color Pace angedrückt. Und ja, es wird einfach wieder eingeladen. Wenn es schwierig wird, einfach einladen. Warum auch nicht? Die Medics sind da. Innovation hat wieder. Ganzer Schwung am Medivacs gebaut, 18 in der Luft und plus 3 Attack ist unterwegs für die Bio. Und natürlich, die Roaches können nichts viel tun, außer dem Drop doof hinterher zu laufen. Und das ist ein ziemlich dicker Drop tatsächlich. Corrosive Pile landet allerdings noch teilweise. Die Bio kann die sich hier durchsetzen, dem Engagement, wenn das hat. Eday seinen eigenen Trupp unterwegs auf der anderen Seite. Rennt jetzt einfach rein zwischen die SCVs, will da Schaden machen. Aber währenddessen hat Eday den Fight in seiner Mainbase nicht ganz gewinnen können. Eher so ziemlich verloren. Muss auf Reinforcement warten. Die Broader schießen unten nochmal eine Queen aus dem Leben. Jetzt wird wieder eingeladen und weggeboostet. Wenn das sind die Roaches, hier mal einen ganzen Schwung an Schaden gemacht. 5 SCVs down. Aber die Panzer, ja, sind eine unüberwindbare Barriere. Und hier geht's weiter mit dem Drop jetzt in die. Was ist denn das? Vierte Basis, ja, vierte momentan. Da geht's wieder rein. 14 Drones sind gestorben. Und die Lasers Economy damit auch nicht mehr in dem Zustand, in dem er sie braucht. Er bräuchte unbedingt mehr Geld als Veteraner in so einer Situation, wo er eben mit einer sehr viel ineffizienteren Army kämpft. Aber er hat einfach gerade das Geld nicht. Ihm fehlt's an der Economy. Und man sieht, wie schwer sich die Roaches tun, mit diesem Rodern fertig zu werden. 3-3 ist unterwegs, 2-2 ist unterwegs. Und hier geht's auf den Spawning Pool. Der wird auch vermutlich gesniped werden. Man sieht, wie aktiv der Drop einfach sein kann. Die Medics sind komplett unbeeindruckt. Da ist nichts in der Gegend, was den Medics irgendwie groß gefährlich wird. Mit Corrosive Bites Medic treffen ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn der Terraner halbwegs aktiv ist. Und ja, man sieht sie einfach. Der Schaden summiert sich. Supply gleicht sich an. Innovation hat wieder SCVs ein bisschen nachgebaut. Ist auf 51 gegen nachgedroned. Auch beim Zerg 65 SCVs. 65 Drones. Trotzdem die Army-Qualität immer noch wesentlich besser bei Innovation. Und ja, Elaser kriegt das Schaden nochmal auf den Leertag. Man sieht einfach, allein wie lange dieser Drop hier schon unterwegs ist. Immerhin wurden mal ein paar Medics aus dem Himmel geholt, weil auch nicht mehr viel Energie drauf ist. Aber man sieht sie einfach, die Bio stimmt sich hier einfach fröhlich durch. Und solange nicht ein richtig dicker Teil an Zerg Army ankommt, ist es dem Marauder alles egal. Schießen eine Einheit nach der anderen aus dem Leben. Und haben nochmal ein paar Drones auch mitgenommen, zwei Stück. Somit, ja, wir haben hier 15 tote Drones, 39 tote SCVs, 120 tote Roaches. Und Elaser führt ein ganzes Stück im Resources Lost, nämlich mit 8000 und so viel mehr gemeint hat er nicht. Wie man hier sieht, das ist nicht so eindrucksvoll. Die Spitze kurz mit 2000 war sehr, sehr kurz und momentan ist der Income-Unterschied kaum vorhanden. Und das ist noch viel, viel ekliger, denn man möchte eigentlich mit einer Roach Army sowas haben. Man möchte sehr viel Army Supply haben gegen jemanden, der nicht so viel hat. Aber Innovation hält im Army Supply momentan sehr gut mit, hat Panzer eben, hat jetzt plus 3 Attack auch mit drauf. Es ist 2-2 auch ready auf den Zerg-Einheiten, aber es ist halt plus 3 Attack Bio. Die prügelt sich da sehr viel durch, die Panzer sind gerade überhaupt nicht im Engagement mit drin. Die Bio fightet einfach alleine, er braucht die Siege Tanks gar nicht wirklich. Da kommt nochmal ein freundlicher Unterstützungsschuss, aber die Bio wird einfach sich hier so durchsetzen. Die Roaches kommen einfach nicht hinterher, machen nicht den Damage, haben nicht die DPS. Innovation prügelt sich einfach durch die einzelnen Einheiten, die der Zerg hier noch übrig hat. Hier droppt hier die Laser gleich unter 100 Supply. Und kann da nichts mehr tun. Innovation am Ende
bleibt der Sieger in diesem Best of Three, auch wenn er 0-1 zurückgefallen ist am Anfang gegen die Lingbaning-Ultra-Geschichte. Am Ende hat sich Elaser ein bisschen verpokert mit seinen Roaches auf der dritten Map. Aber es war seine Entscheidung. Er wollte versuchen, Innovations Verteidigung zu brechen, aber Innovation hat das frühzeitig gescoutet, richtig reagiert, Doppelbunker, Panzer und der hat dann einfach abgewartet. Hat auch sehr viel SCV-Schaden dran genommen, aber es war einfach nicht genügend und somit steckte dann Elaser auf seinem Roach-Tag fest und man hat es gesehen, die Roaches sind halt nach einer Weile nicht mehr sehr eindrucksvoll. Aber so ist es nun mal mit den Roaches. Ja, das war Replaycast 885? Ich hab schon wieder die Nummer vergessen. 885, doch. Stimmt. Ha. Jo, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und